Das sind so Sachen, die musst du dann recherchieren, um dann zu beurteilen. Krass. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, deswegen, wir sind ganz oft wirklich Sherlock Holmes hier bei uns. Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Warum sind die Übernachtungspreise in Hotels eigentlich nicht immer gleich? In den meisten Hotels zumindest. Die Antwort darauf verrät uns mein Gast in dieser Folge, Steffi von den Meininger Hotels. Sie stellt uns den Beruf der Revenue Manager und Managerinnen vor. Diese versuchen, die Nachfrage der Hotelgäste vorherzusagen und dementsprechend die Preise anzupassen. Wir sprechen darüber, was da alles hintersteckt an Strategiearbeit, Wettervorhersagen und Events in der Nähe des Hotels. Wir unterhalten uns, was passiert, wenn diese Vorhersagen nicht aufgehen und die detektivische Analyse, die darauf folgt. Und sie erzählt uns, welche Tools dafür verwendet werden und was man für den Beruf können sollte. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Steffi. Ich freue mich heute, die Steffi zu Gast zu haben. Die Steffi arbeitet auch bei den Meininger Hotels. Da haben wir ja in der letzten Zeit schon mal eine Folge zugehört. Die verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Und die Steffi vertritt das spannende Thema Revenue Management. Ich denke, viele von denen, die jetzt zuhören, wissen nicht wirklich, was das ist, weil das schon ein Spezialgebiet ist. Ich wusste es auch lange nicht. Und deshalb freue ich mich, dich heute zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, liebe Steffi. Hallo, auch von meiner Seite. Da ich davon ausgehe, dass viele andere die Folge 162 nicht gehört haben, wo wir eine Kollegin von dir interviewt haben, erzähl doch mal bitte, wer sind die Meininger Hotels? Was macht euch aus? Was macht euch besonders? Ja, sehr, sehr gerne. Erstmal nochmal danke, dass ich hier sein darf. Also, wir sind eine Hotelkette. Wir haben insgesamt 36 Hotels in 26 Destinationen. Wir sind in den meisten Destinationen zentral gelegen, sprich alle Sehenswürdigkeiten sind in unmittelbarer Nähe. Wir sind ein Hybridkonzept für solche, die es halt nicht wissen. Wir vereinen halt das Beste von einer Budget-Hotellerie zusammen mit Hostels. Sprich, wir haben sowas wie Game Zone, wo man halt kickern kann oder Billard spielen kann, eine Gästeküche, halt so Common Areas, die einfach unglaublich cool sind aus dem Hostelbereich. Aber wir haben dann halt auch entsprechend den Service, den man aus dem Hotel kennt, sprich Cleaning, 24-Stunden-Rezeption, Ansprechpartner. Wir vereinen quasi das Beste aus beiden Bereichen und wir haben aufgrund dessen, oder was uns halt auch ausmacht, wir haben halt unterschiedliche Zimmerkategorien. Wir haben das so wie in einer klassischen Hotellerie, wir haben Einzel- und Doppelzimmer, wie man das kennt, aber wir haben auch Dreibettzimmer, Vierbettzimmer bis hin zu 6-Bettzimmern und verkaufen auch ein Bett im Schlafsaal. Bedeutet, bei uns kann der klassische Backpacker kommen, den man halt auf dem Bahnhof sieht mit den großen Rucksäcken, das sind die, die schlafen bei uns und die können dann nur ein Bett im Schlafsaal buchen, was Revenue Management unglaublich interessant macht, aber da kommen wir ja später nochmal zu. Ja, ja, okay. Sehr spannendes Konzept auf jeden Fall. Und nicht nur für Backpacker, sondern wahrscheinlich auch für Familien, für arbeitet ja auch mit Schulklassen und sowas. Das finde ich ja auch spannend, weil es nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Definitiv. Also ich war erst letzte Woche in einem unserer Häuser in Heidelberg und ich hatte morgens so einen Moment, was dann halt einfach auch dein Herz zum Schlagen bringt, weil wir saßen beim Frühstück, da war halt eine Schulklasse, haben da gerade gefrühstückt. Wir hatten eine Familie mit den Großeltern, wir hatten ein älteres Couple, was dort saß und wir hatten tatsächlich auch zwei Backpacker. Und ich war in Heidelberg, weil ich eine Konferenz hatte, also sprich, ich war auf einem Business-Trip. Und uns ist da tatsächlich, mit einer Kollegin, und uns ist tatsächlich das Herz aufgegangen, weil genau das sind wir. Das ist unser Gästeklientel, es ist unglaublich vielfältig. Du hast halt alles, ne? Schüler, Lehrer, junge Erwachsene, älteres Ehepaar. Es war herrlich zu sehen, aber das sind wir, absolut. Ja, ja, genau, unsere Schulmenge hat es dargestellt, morgens beim Frühstücken, war nicht geplant. Cool. Okay, Revenue Management. So wie ich das bisher verstanden habe, geht es darum, die Preise für die Betten, für die Zimmer zu verschiedenen Zeiten an Tagen festzulegen oder festzumachen. Warum sind denn Hotelpreise oder eure Preise nicht immer gleich? Macht das nicht viel komplizierter? Ach, ja, das ist im Leben einfach, ne? also eigentlich ist Revenue Management
eigentlich schon älter, 46 Jahre, um genau zu sein. Und eigentlich geht es im Revenue Management nur darum, mit der optimalen Auslastung und mit der optimalen Rate den maximalen Gewinn zu erzielen. Ne? Und wie das Leben so ist, ist nicht jeden Tag gleich, sind auch Hotelpreise nicht jeden Tag gleich, weil du gewisse Nachfrage halt hast. Ne? Du hast zum Beispiel Schulferien oder Winterferien, du hast Tage im November, die sind verregnet, wo Leute halt nicht gerne auf Reisen gehen oder klassisch auf einen Städtetrip. Also die Welt ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Und im Hotelbusiness ist es genauso. Und das hat sich in den letzten Jahren herauskristallisiert. Wir kennen es ja von den Airlines, von den Fluggesellschaften, da kommt Revenue Management halt her. Das ist jetzt seit 46 Jahren, da wurde nämlich der Markt dereguliert. Bedeutet, es wurde halt gesagt, es gibt keinen einheitlichen Preis mehr vom Staat vorgeschrieben, sondern die Airlines wurden dem Markt überlassen. Und dann fing es halt an, dass die halt Preise halt hoch und runter gesetzt haben. Da kommt die Geschichte vom Revenue Management her. Man muss tatsächlich gewisse Kriterien erfüllen, um Revenue Management zu machen. Du musst zum Beispiel ein Produkt haben, was ein Limit hat, also eine gewisse Anzahl. Wir haben die Betten, ne? Irgendwann, wenn das Bett nicht belegt ist, dann verfällt es. Das ist genauso wie im Restaurant, wenn der Tisch nicht an dem Zeitpunkt mit einem Gast besetzt ist, dann hast du halt Geld verloren. Mhm. Und, es gibt gewisse Kriterien, um das Revenue Management zu machen. Und die erfüllt halt die Hotellerie. Wenn wir unser Bett nicht verkaufen, dann bleibt es leer und wir machen halt kein Geld. Und es gibt halt nachfragestarke Saisonzeiten, wie zum Beispiel die Sommerferien, wenn alle reisen. Und es gibt halt eine sogenannte Nebensaison, so ein klassischer Novembertag zum Beispiel, wenn da kein Event ist, wenn die Taylor Swift da nicht gerade singt, dann ist da die Nachfrage nicht so. Und du versuchst halt, die Betten halt trotzdem zu verkaufen, weil wir sind ja hier auch im klar, Träume zu verkaufen, aber auch Geld zu verdienen. Und wir versuchen okay. dann halt immer, die optimale Rate zu finden, ne? Mit der optimalen Auslastung, damit am Ende des Tages die Rechnung stimmt. Ja. In welchen Branchen gibt es das? Gibt es das noch in anderen Branchen außer Hotellerie und Flügen? Eigentlich komplett Tourismus sollte es eigentlich, machen aber nicht alle, ne? Also alle Hotels. Es gibt ganz klassisch die Happy Hour, kennt jeder im Restaurant. Ne? Mhm. Jetzt 50% Rabatt und der Drink doppelt so groß. Das ist Revenue Management. Ja. Aber auch ganz klassisch kennen wir alle, jedenfalls in den Großstädten, Taxi, Uber, die machen auch alle Revenue Management. Ab 24 Uhr ist das Taxi definitiv teurer oder das Uber. Wenn du zweimal halt auf dein Device klickst, wird es halt auch teurer. Amazon können wir auch sehen. So die Klassiker, alles was wo halt eine Verknappung der Ware oder wo irgendwann die Ware ausgehen kann, die machen meistens alle Revenue Management. Ja. Mhm. Oder wenn man Discounts sieht, wenn die Saison rausgeht mit den Winterpullovern, ne, kauf jetzt hier, die setzen die Preise runter. Das Revenue Management im Retail-Business. Eigentlich ist es fast überall schon angekommen. Ne? Okay. Durch die Digitalisierung sowieso noch mehr. Und mit den unterschiedlichen Endverbrauchergeräten. Da entsteht ja auch schon Revenue Management. Ist die Rate teurer auf dem Handy oder ist das Produkt günstiger auf dem Desktop? Ne? Sollte man auch mal gucken. Ist alles Revenue Management. Jetzt, wo du es sagst, ja, leuchtet mich total ein und sehe ich auch die Verbindung überall. Ja, ja, spannend. Mhm. Welche Faktoren fließen denn bei euch mit ins Revenue Management? Also, wir können es ganz theoretisch machen. Sagen wir mal so, in der Hotellerie als solches, du musst eine Revenue-Philosophie haben. Ist halt in jedem Bereich so. Ne? Auch im Marketing, hat meine Kollegin wahrscheinlich auch schon gesagt. Du hast halt eine gewisse Philosophie oder Marketing-Philosophie, die muss halt zum Unternehmen passen. Genau das Gleiche haben wir im Revenue-Management auch. Das gibt nicht nur einen richtig und einen falsch, sondern du als Firma musst entscheiden, was ist meine Philosophie. Dann gibt's halt so klassische interne Faktoren. Das bedeutet, wie sieht dein Haus aus? Wie alt ist es zum Beispiel? Ne? Habe ich ein Haus in super zentraler AA-Lage oder habe ich ein Haus, was super gut mit den Verkehrsmitteln zu erreichen ist, aber du kannst halt nicht zu Fuß gehen. Das macht halt auch was mit dem Preis. Dann die Bettenstruktur. Hast du halt mehr Mehrbettzimmer oder mehr Doppelzimmer? Wie ist an dem Tag deine Auslastung bereits schon? Das sind alles so interne Faktoren, die du halt hast, die den Preis bestimmen. Und dann gibt's externe Faktoren. Was macht zum Beispiel dein Wettbewerber neben dir? Ne? Oder wie ist der Wetterforecast? Wird's am Osterwochenende regnen, schneien oder scheint die Sonne? Macht halt auch ganz viel. Wie viele Flüge gehen zu deinem
Zielort, ne? Also bist du sehr gut angebunden in Europa. Das sind alles so externe Faktoren. Und dann gewichtest du die halt tatsächlich zusammen mit deiner Philosophie. Wie positionierst du dich als Hotel? Da ist ganz viel Strategiearbeit halt auch gefragt, zusammen mit Marketing. Wie positionierst du dich und wie ist dein Produkt? Wie stehst du da im Lifetime Cycle? Und dann ergibt sich nachher der Preis. Ne? Also nachdem. Spannend. Ja. Also sowas wie Wettervorhersage ist ja auch relativ kurzfristig, oder? Ja, feel my pain. Ja, genauso ist es. Du hast halt gewisse Sachen, da ist das Wetter egal, wenn große Konzerte stattfinden tatsächlich, ne, wo die Nachfrage stabil ist. Aber der Klassiker ist eigentlich immer das Osterwochenende. Das Osterwochenende hängt immer vom Wetter ab. Und das ist tatsächlich fast immer kurzfristig. Wenn es im März fällt und es noch relativ oft regnet, dann ist die Nachfrage, kannst du die Uhr nachstellen, meistens gering. Und wenn es kurz vorher doch noch gut wird, dann kommen die Buchungen rein. Also Wetter spielt tatsächlich eine Rolle, aber ist nachher im Großen und Ganzen einer von vielen Komponenten. Es sei denn, dann kommt der Klimawandel. Wir haben halt auch Standorte wie Marseille oder halt auch Italien, wo Klimawandel dann, wo große Hitzewellen sind, das macht dann halt auch was mit deiner Nachfrage, ne? Ja, ja. Sehr komplex. Und wie sieht das dann konkret aus? Sind das dann große Excel-Tabellen, mit denen ihr arbeitet oder irgendwelche fancy Tools? Ach ja, es gibt alles. Es gibt tatsächlich von Excel bis fancy Tools schon immer das. Wir haben halt bei Meininger die Challenge eigentlich nicht mehr. Das große Glück, das ist sehr vielfältig im Revenue Management. Die meisten Systeme, die es in der Vergangenheit gab, waren halt sehr auf Einzel- und Doppelzimmer spezialisiert. Aber dadurch, dass wir halt Mehrbettzimmer haben und noch Betten in einem Schlafsaal verkaufen, war das relativ komplex. Dadurch hatten wir in der Vergangenheit tatsächlich viel Excel, aber halt auch voll automatisiert mit Algorithmus und sowas. Aber aufgrund des Wachstums musst du halt heute auch wirklich Tools halt haben, ne? Also wirklich programmierte Software von externen Providern, wo du deine Revenue-Strategien halt einstellst. Da, wie gesagt, ist es alles möglich. Gibt mittlerweile auch genug Anbieter, die das machen. Mhm. Und wie sieht so die tägliche Arbeit eines Revenue-Managers aus? Die ist tatsächlich sehr abwechslungsreich. Wir arbeiten halt nicht so projektbezogen tatsächlich wie in anderen Abteilungen, wie Marketing zum Beispiel, kann man sich vorstellen, oder auch Personalabteilung. Wir haben schon so einen festen Zyklus, ne? Pricing, sprich also jeden Tag die Preise und Availability, also sprich die Verfügbarkeiten der Hotels zu steuern, das ist unser Hauptjob. Den machst du halt jeden Tag. Analyse, Analyse, Analyse. Hat es funktioniert, die Strategie, die du aufgestellt hast, im Vergleich zum Wettbewerb, im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum geplanten Umsatz, ne? Du hast unglaublich viele Kennzahlen, die du da jeden Tag vergleichst. Strategien aufsetzen, sie kontrollieren, kommunizieren ist ein riesiges Thema. Also wir sind nicht nur die Nerds hinter dem Computer. Nein, wir müssen auch kommunizieren im Revenue Management, weil letztendlich musst du die Leute ja abholen. Du musst die Operative vor Ort, also die Hotels informieren, was die Strategie, Feedback einholen, klappt das alles. Du musst mit der Sales-Abteilung sprechen, mit dem Digital Marketing natürlich. Der Vertrieb ist ja nicht nur, ist ja auch online, da muss man sich auch absprechen. Also Kommunikation ist auch ein Riesenthema im Revenue und letztendlich musst du ja dann auch deinen Erfolg oder deine Ergebnisse zu deinen Stakeholdern kommunizieren, sprich zu der Geschäftsführung. Hat es funktioniert? Was hat gut funktioniert? Was können wir verbessern? Was waren die Maßnahmen? Also unglaublich viel auch Kommunikation in den letzten Jahren dazugekommen. Also es funktioniert auch manchmal nicht, wie höre ich raus, dass eine Strategie nicht aufgeht. So, das Leben, ja, ein Plan und dann passiert Leben, ne? Auch im Revenue Management. Hast du mal ein Beispiel? Ein großes Fragezeichen zum Beispiel waren die Olympischen Spiele, ne? Da, du hast ja gewisse Erwartungshaltungen, die da mit einhergehen. Und ich glaube, das größte Problem, oder nicht das größte Problem, aber die größte Herausforderung ist halt immer so Erwartungshaltung. Triffst du die nicht? Du machst eine Planung, du schreibst ein Budget. Und dann entscheidet die Stadt halt als solches, hat ganz viele Maßnahmen ergriffen. Und wir, viele Pariser, war ja auch in der Presse, haben ja die Stadt verlassen. Weil die halt auch Angst hatten, es ist zu voll und alles ist geschlossen und alle Sehenswürdigkeiten sind geschlossen. Also, und dann hat ja Paris uns alle überrascht, ne? Also die Spiele müssen fantastisch gewesen sein, was man auch von den Vibes und vor Ort gehört hat und was alle erzählt haben.
Aber viele Leute sind auch gar nicht gekommen, weil sie, wie gesagt, konnten ja auch nicht in die Sehenswürdigkeiten rein. Also da haben wir, sind wir am, hatten hohe Erwartungen, sind dann ein bisschen enttäuscht worden und am Ende war es dann doch gut. Ne? Also es ist, war sehr vielfältig alles. Ja, das kann mal nicht funktionieren. Dann können Events mal nicht so stattfinden, wie sie stattfinden, ne? Weil, weiß ich nicht, hat halt geregnet. Die Leute sind doch nicht in Schaden oder der Künstler hat die Ticketpreise so teuer gemacht, dass die Leute doch nicht kommen. Ganz, ganz oft unterschiedliche Sachen. Mhm. Wie gesagt, und Planung ist eine Geschichte. Oder wir forecasten ja auch viel, sprich wir machen regelmäßig Forecast, um uns die Monate anzugucken, aber du kannst nicht alles vorhersagen, ne? Und ein großer Fail war wahrscheinlich auch Corona, oder? Ja. Den hat ja niemand vorher gesehen. Ja, einer der größten Headaches unseres Lebens, weil Revenue Manager sind halt total ganz dick verheiratet mit ihren Statistiken. Und dann passiert was, wo keine Statistik der Welt irgendwas zu Rate, also die konnte dir ja nicht mehr helfen, ne? Ja. Du konntest dir nicht angucken, wie die Buchungen reinkommen. Nichts hat funktioniert und wie überall im Tourismus, wir haben ja gedacht, reisen kann man immer, aber tidim. Ja, und dann musstest du halt, wir haben es immer Zero-Based Thinking gesagt, du musstest halt vom normalen Menschenverstand, ne? Wir haben halt geguckt, was passiert, welche Regularien, ist natürlich in 10 unterschiedlichen Destinationen total toll, also Länder mit unterschiedlichen Regularien, da musste man halt gucken, in Deutschland durfte man noch nicht reisen, aber in Frankreich, aber dafür nicht in Holland und die Italiener haben wieder was anderes gemacht. Also Prognosen schreiben, das haben wir relativ exzessiv in dieser Zeit gemacht, sogenannte What-If-Szenarien, das passiert nicht, pro Standort, die wir ja haben bei Meininger, das war unglaublich interessant. Ja, wir haben viel gelernt. Aber war viel Lernen durch Schmerz. Das glaube ich. Muss nicht unbedingt nochmal kommen, sowas. Nein, bitte nicht. Reicht, die Lernkurve war hoch genug. Also muss ich nochmal haben. Ja, ja. So wie ich das raushöre, ist das eigentlich reine PC-Arbeit, oder? Zu 90% tatsächlich ja. Weil du hast halt die meisten Sachen sind halt reine PC-Arbeit, weil du die Tools entsprechend da hast. Ne? Aber Kommunikation ist tatsächlich auch ein Riesenthema. Deswegen Präsentationen halten, Meetings machen, obwohl das auch am PC. Aber was wir halt auch machen, ist, wir fahren vor Ort. Ne? Also die Cluster Revenue Manager bei mir im Team, die fahren halt tatsächlich nach Paris, nach Marseille, nach Rom, nach Mailand, wo wir immer unsere Standorte haben, um sich dort vor Ort alles anzugucken. Ne? Um mit den Wettbewerbern, um sich die Häuser anzugucken, um zu sehen, okay, passt der Wettbewerber wirklich zu mir? Du denkst es zwar, weil du Desktop-Research machst, aber wenn du die Häuser nachher live siehst, erkennst du dann halt auch oft, ach nee, eigentlich passt der gar nicht zu uns. Ne? Nimmst du raus, du bist vor Ort und guckst dir halt auch eine Stadt an, um auch die Vibes zu fühlen. Das ist, du musst auch das Hotel kennen, was du brauchst. Ne? Du musst wissen, wie sieht so ein Dreibettzimmer aus? Wie fühlt sich denn so ein Sechsbettzimmer an, wo ein Dormgast drin schläft? Und wie ist es, wenn in großen Häusern halt einfach auch mal 10 Schulklassen sind am gleichen Tag? Ne? Also du musst da gewisse Sachen schon auch live erlebt haben, um nachher den Preis auch richtig zu setzen. Weil am Ende des Tages haben wir ja Gäste. Ne? Wir verkaufen ja hier keine Walnüsse. Ja. Wie groß ist denn euer Team und wie teilt ihr euch die Arbeit untereinander auf? Also wir sind derzeit 15 Personen für 36 Häuser im Revenue Management, aber das Team ist halt auch noch separiert. Wir haben halt tatsächlich einen Teil des Teams, die sogenannten Cluster Revenue Manager, zusammen mit den Regional Revenue Manager, die sich wirklich nur ums Pricing und Availability Management machen. Und dann habe ich einen Teil des Teams, was sich um die Online-Distribution kümmert, aber nicht unsere eigene Plattform, sondern es gibt ja auch noch andere Distributionskanäle außerhalb von Meininger, die kümmern sich dann darum. Und ein Teil kümmert sich nur um Reportings und Data, ne, weil wir verarbeiten ja auch eine Menge davon. Also Revenue Management ist nicht nur Pricing, Availability, sondern da steckt ja dann auch noch ein ganz bisschen was anderes noch dahinter. Ihr hattet ja auch nicht immer schon 36 Hotels, sondern es sind ja auch immer welche dazugekommen. Wie fängt dann da so ein Prozess des Revenue Management an, wenn ein neues Hotel aufgemacht wird? Oh ja, vielleicht ein bisschen dazu. Ich bin ja schon seit 17,5 Jahren bei Meininger. Mhm. Sprich, als wir angefangen haben, hatten wir halt 5 Hotels.
Mittlerweile haben wir 36. Habe da so die ein oder andere Hotelneueröffnung mitgemacht. Ja. Was halt unglaublich spannend ist, ist auch, wenn du in neue Standorte gehst, so mit neuen Regularien, ne? Also zum Beispiel, als wir Italien eröffnet haben oder auch Frankreich, ganz anderes Business, ganz anderer Markt. Du fängst halt am Anfang mit den Hotelneueröffnungen, du guckst erstmal diesen ganzen Prozess zu begleiten, ne? Auch die Bettenstruktur, wenn das Haus im Bau ist, wenn es in der Planung ist, ne? Welche Struktur hast du? Da musst du halt schauen, dass du deine Systeme da alle anbindest. Dann die ganze Kommunikation ist halt auch immer sehr herausfordernd zwischen den ganzen Departments, ne? Wann ist wo was aufgesetzt, wie weit ist der Bau, kann es unglaublich viele Verschiebungen geben. Wir hatten ein Haus zum Beispiel, das hat am Tag oder sogar zwei Tage vorher aufgemacht, aber wir hatten auch schon Hotels, wo aufgrund von baulichen Maßnahmen einfach mal um ein halbes Jahr verschoben wird, ne? Und dann hast du schon Gruppen in den Büchern, also im Reservierungssystem, die musst du halt wieder ausquartieren. Also jede neue Eröffnung ist halt einfach auch anders. Großes Learning. Jede Hoteleröffnung ist anders. Kommunikation ist unglaublich wichtig zwischen den Departments und halt auch vor Ort. Auch ein großes, eine große Lernkurve, die wir da mitmachen durften. Und speziell das aus Revenue Management Sicht ist es halt wichtig, dass du halt Research machst, ne? Also es gibt halt externe Firmen, die bieten dir was an, wo du dann Reports kaufen kannst. Wie sieht der Markt aus? Welche Durchschnittsraten gibt es? Welche Durchschnittsauslastung hast du? Ist zum Beispiel Coaster STA ist einer der Anbieter oder Benchmarking Alliance im skandinavischen Raum. Es gibt halt schon Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Da kannst du halt käuflich Sachen erwerben. Dann ist es natürlich auch vor Ort, guck dir das an, sprich mit deinen Wettbewerbern, guck dir die Stadt an, um dann entsprechend deine Strategie zu fahren. Du hast natürlich, je mehr Häuser du hast, desto mehr Erfahrung hast du. Du kannst ja dann einen Vergleich machen. Ist zum Beispiel Berlin genauso wie München oder ist eine Eröffnung in Heidelberg so wie in Leipzig? Ist Dresden so wie Leipzig? Also du kannst halt schon Parallelen ziehen. Und dadurch, dass wir ja auch im Klassenfahrtensektor sind, wir sprechen schon auch mit unseren Kunden, ne? Wie hoch ist die Nachfrage? Habt ihr denn Bedarf? Das machst du aber meistens auch schon im Vorfeld, bevor du ein Hotel eröffnest, ne? Wir evaluieren, passt das zu unserer Zielgruppe, weil zum Beispiel so Standorte, so sag Erfurt zum Beispiel, also nichts gegen Erfurt, ist bestimmt eine wunderschöne Stadt, war noch nicht da, aber ist halt die Frage, ob ein internationaler Backpacker jetzt nach Erfurt kommt, ne? Oder eine Klassenfahrt nach Erfurt. Du musst schon gucken, dass es ins Portfolio passt. Und das machst du halt vorher und bevor du einen Hotelvertrag unterschreibst, ist natürlich dann auch, passt es zu dem Ganzen, passt es zum Produkt, passt es zu Meininger. Ne? So eine Sachen sollten da im Vorfeld evaluiert werden. Und im Vorfeld setzt du ja auch schon deine KPIs, also du hast eine gewisse Erwartungshaltung. Aber es gibt genug Informationen halt wirklich, um Sachen zu evaluieren. Okay. Du hast eben angesprochen, dass du schon seit 17 Jahren bei den Meininger Hotels bist. Was hat dich denn damals dahin bewegt oder gezogen? Also ich bin ein klassischer BWLer zum Hintergrund, ganz stupide, und bin dann bei einem Veranstalter gelandet, der sich auf Klassenfahrten spezialisiert hat, also Gruppenreisen und Klassenfahrten als Product Manager, sprich halt Einkauf und Produktgestaltung und dann halt auch Verkauf. Und Meininger war tatsächlich ein Produkt von diesem Veranstalter und ich bin dann aus privaten Gründen dann halt tatsächlich nach Berlin gegangen. Die wollten, also haben mich abgeworben, wenn man so will, aber ich wollte halt auch freiwillig gehen, weil ich halt aus dem Gebiet hier, auch komme aus Berlin. Der Grund, warum Revenue Management, also ich hatte das tatsächlich auch schon beim Studium, da war aber Revenue Management noch relativ ein Underdog, ja, also Revenue Management wurde vor 20 Jahren, ja, ich bin unglaublich alt, noch nicht so viel doll gelehrt und es war unglaublich interessant, ne, weil Meininger, wir verkaufen ja nicht nur einzeln und doppel und durch dieses Multi-Bedded-Room-Business ist es unglaublich spannend, Revenue-Management zu machen. Mhm. Und dann kam das halt mit dazu. Und deswegen halt 17 Jahre, ne, hier in der Firma, weil es ist, man wächst, man hat immer wieder neue Produkte, neue Zielgruppen, weil die Zielgruppen bleiben die gleichen, aber die Ansprüche der Zielgruppen ändern sich, die Destinationen werden anders, die Systeme werden anders, ne. Die Welt dreht sich ja draußen sehr schnell. Also Podcast vor 10 Jahren war noch nicht. Das war alles auf E-Mail-Ebene. Aber auch Revenue Management hat sich unglaublich gewandelt in den letzten 20 Jahren. Es ist ein Speed, ein Datenvolumen, Systeme,
Aber ich glaube, das ist in jeder Branche so. Das ist nicht, oder in jedem Bereich, das ist nicht nur im Revenue Management. Was hat sich gewandelt im Revenue Management? Also wenn du vor 20 Jahren noch einen Revenue Manager gesucht hast, hast du halt hauptsächlich nach Excel Skills geguckt, ne, weil du noch nicht so viele, die Tool-Landschaft war halt einfach noch nicht so breit. Jetzt suchst du tatsächlich, ja gut, analytisch denken sollte man damals schon, solltest du heute auch noch können. Aber du suchst schon auch nach Revenue-Managern, die kommunizieren können, ne, die Strategien erstellen können, die auf ein Dashboard gucken und auch Fehler erkennen können. Ne? Also nicht nur KPIs gucken und dann nehme ich die, sondern Dashboards können halt auch Fehler machen, dass man so eine Sachen eher erkennt. Also dieses ganze Skillset von ich erstelle was, eine KPI und mache das in der Excel und baue die Reports, ist es jetzt eher hin zu, interpretiere ich das alles auch total richtig? Wenn du natürlich was selber baust, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, erkennst du KPIs sofort, du erkennst einen Fehler in der Formel, weil du das selber programmiert hast und selber erstellt hast. Heute ist es genau andersrum, heute erstellt Software das, aber du musst als Enduser Fehler sehen, du musst als Enduser Alerts sehen. Klar, die KI kann das mittlerweile auch und alertet, aber ist es dann auch immer richtig und nach deinen Vorstellungen? Also es hat sich schon geändert. Wir sind ein bisschen, es ist auch alles viel agiler und schneller geworden. Ne? Also wie Leute zum Beispiel buchen. Damals wurden Reisen gebucht, du planst ein Oktoberfest einfach mal ein Jahr vorher und du buchst, ne? Weil du willst sicher sein, du hast den Platz. Heute ist es so, die Leute warten, last minute, ne? Was alles noch schneller macht und du musst noch schneller reagieren und die Technik muss noch schneller sein, bloß keine Ausfälle 24 Stunden vorher. Also es ist schon alles ein bisschen short-termed, ein bisschen komprimierter geworden, aber nicht weniger interessant. Hat halt andere Herausforderungen, ne? Ja, spannend. Also auch künstliche Intelligenz hat bei euch Einzug gefunden. Definitiv. Also Revenue Management war, glaube ich, schon immer sehr algorithmisch gesteuert. Also wir hatten das schon vor ein paar Jahren, da hat man es nicht KI genannt, da hat man es Algorithmus genannt. Und Machine Learning und Algorithmus ist eigentlich im Pricing, also in der Preisgestaltung schon immer, hat eine Rolle gespielt. Also auch wir haben damals schon geguckt, welche Auslastung hast du heute? Ist heute Ostern oder ist heute nicht Ostern? Hattest du letzte Woche, hast du noch eine Gruppenbuchung bekommen, ja oder nein? Ist der Backpacker noch dazu gekommen? Also so eine Sachen hat damals halt auch schon ein Algorithmus kontrolliert und hat dann Preis vorgeschlagen, ne? Je nachdem, wie du das setzt. Heute nennt man das halt KI, ist dann halt noch ein bisschen komplexer geworden im Ganzen. Aber Revenue Management hat schon immer versucht oder musste ja immer hohe Datenvolumen verarbeiten. Deswegen ist das Thema nicht ganz neu, aber ich glaube, dass uns andere Branchen mittlerweile, die benutzen das viel, viel tiefer noch und viel komplexer als wir jetzt. Leider. Mhm. Also da muss die Hotellerie noch ein bisschen stärker werden, finde ich. Ja, okay. Was für Ausbildung oder Studiengänge bereiten denn auf das Revenue Management vor? Das hat sich zum Glück mittlerweile halt auch gewandelt. Sagen wir mal so, es besteht halt immer noch ein großer Nachteil, weil es gibt keinen zertifizierten Revenue Manager als solches, der europaweit übergreifend ist. Ne? Das ist, wenn man heute Controlling studiert, da gibt es halt tatsächlich Richtlinien, Regularien. Und wenn du in Barcelona dein Controlling-Studium machst oder Finance studierst, sollte das eigentlich in die gleiche Richtung gehen wie in Berlin. Das gibt es leider nicht für Revenue Management. Da muss man wirklich ganz genau gucken, an welcher Schule man halt Revenue Management lehrt oder wenn man halt auch Weiterbildung machen will, weil manche haben halt tatsächlich, die gehen dann eher mit in den Controlling-Bereich und nicht ins Revenue Management. Also die KPIs sind ganz andere. Wir gucken auf Umsatz, Controlling guckt auf Profitability. Also machen wir im Revenue auch, aber es sind nochmal andere Kennzahlen, die du halt guckst. Du kannst es studieren tatsächlich an vielen unterschiedlichen Hochschulen mittlerweile. Es gibt halt Bachelor- und Masterstudiengänge dafür. Also das, da hat ist zum Glück eine Menge passiert in den letzten Jahren. Gott sei Dank. Duales Studium kann man halt auch machen. Also die Bandbreite ist halt da. Und neueste Neuerung, da freuen wir uns halt auch drüber, es ist Teil der Hofer-Ausbildung. Hofer bedeutet, es ist Hotel, Hotelfachschule, also es ist klassische Ausbildung, Azubis. Und da ist Revenue Management dieses Schuljahr zum ersten Mal
als Komponente drin. Das muss man sich mal auch vorstellen, wie lange Revenue Management jetzt schon Teil der Hotellerie ist. Aber es hat halt eine ganze Weile gedauert, bis es halt dann auch Einzug zum Beispiel in die klassische Ausbildung, die wir ja hier in der Dachregion haben, auch mit einfließt. Ne? Also ganz viel Verbandsarbeit, die da noch hintersteckt, da mahlen die Mühlen leider noch ein bisschen zu langsam. Aber ansonsten ist Revenue Management, denke ich, mittlerweile ein Thema, was man nicht mehr wegdenken kann. Und nicht nur in der Hotellerie, sondern ist ja auch im Retail-Service, ne, wenn man bestellt, bei den großen Retailern noch ein Riesenthema. Haben denn alle bei dir im Team so einen Hintergrund oder gibt es auch Quereinsteiger aus anderen Gebieten? Wir sind ziemlich durchmischt tatsächlich. Das ist halt auch die Beauty des Teams. Wir haben Mitarbeiter, die sind halt schon sehr lange da, so wie ich. Und dann haben wir neue, auch Quereinsteiger, aus der Gruppenreservierung zum Beispiel oder aus der Reservierung als solches. Das ist so der Klassiker gewesen in den letzten Jahren. Du bist im Hotel und du fängst halt in der Reservierung an, Gruppenreservierung, und dann wechselst du halt ins Revenue oder halt auch weiter. Da haben wir Leute. Wir haben tatsächlich richtig klassisch ausgebildete Revenue Manager per Studiengang, die das haben. Ansonsten sind es halt tatsächlich Leute, die vorher schon Cluster Revenue Manager waren, also sprich ein Cluster von Hotels und Märkten betreut haben und dann halt zu uns gewechselt sind. Also wir sind eigentlich eine perfekte Bandbreite jetzt, wo du sagst, von allem, ne? Also es spiegelt das Portfolio perfekt in der Abteilung wieder. Hast du alles bei. Klassische Ausbildung, Hofer, über klassisch studiert, über Quereinsteiger, haben wir alles. Schöne Mischung. Ja, definitiv. Okay, was ist denn jetzt so auf der, wenn man jetzt über die fachliche Ebene hinausschaut, so auf der persönlichen Ebene noch wichtig? Du hattest eben auf jeden Fall analytische Fähigkeiten angesprochen. Was gibt's da noch? Also Analytiker ist sehr hilfreich im Revenue Management, wenn du halt Zahlen interpretieren kannst. Du solltest eine hohe Affinität zur Mathematik haben tatsächlich. Also nicht nur Zahlen schön finden, sondern du musst sie auch gerne berechnen wollen oder Sachen in den Taschenrechner eintippen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich weiß immer gar nicht, warum viele das so abschreckt. Also nochmal ein Aufruf an alle, ist gar nicht so schwer. Manchmal ist es die Hemmschwelle im Kopf, die Leute davon abwendet, Mathematik zu betreiben. Also man muss rechnen können. Man muss Zahlen mögen als solches. Man muss komplexe Sachverhalte, manchmal ist es so ein bisschen wie Sherlock Holmes bei uns, bestes Beispiel. Du prognostizierst halt, dass ein Event richtig gut sein soll, ja? Also du prognostizierst und dann passiert es aber nicht. Und dann musst du halt wirklich auf Recherche gehen und sagen, okay, warum ist es das Endergebnis denn nicht so, wie du dir das gedacht hast, ne? Ja. Ist die Vorband dann nicht die, wie sie sein sollte? Oder war das Wetter nicht so, wie du prognostiziert hast? Oder du stellst nachher am Ende fest, dass eine ganz große Fangemeinde, die halt immer diesen Flug nimmt nach Berlin, lass es mal pretenden, hier in Berlin war das, da wurde eine Fluglinie gestrichen, kurzfristig. Und ein riesen Fan-Arsenal, wir haben halt ganz viele Leute in Krakau, die fahren halt immer nach Berlin zu diesem Künstler und du hast einfach keine Flugconnections mehr. Und aufgrund dessen fehlt dir halt einfach mal ein riesen Klientel oder Gästesegment, wie wir im Revenue sagen, die einfach nicht kommen. Ja, das sind so Sachen, die musst du dann recherchieren, um dann zu beurteilen. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, deswegen, wir sind ganz oft wirklich Sherlock Holmes hier bei uns, ja. Wo du dann analysieren musst oder du prognostizierst, dass die Gruppen kommen. Ja, letztes Jahr waren sie doch alle da, warum kommen sie dieses Jahr nicht? Und dann stellt sich halt heraus, war besonders nach Corona, ne, alle sind gefahren, aber das Jahr danach gab es dann wieder ganz gesittet von der Schule vorgegebene Termine. Die wurden halt spät annonciert. Und dann fragst du halt die Sales-Abteilung, du fragst Marketing, ne, die gucken dann, auch noch ein lustiges Beispiel. In der Schweiz haben wir uns immer gefragt, warum wir so viele Inder haben. Ja, wir haben ganz viele indische Gäste. Bis wir dann rausgefunden haben, dass die dort Touren für bestimmte Bollywood-Filme anbieten. Ja, also da werden ganz viele Bollywood-Filme tatsächlich in der Schweiz gedreht. Und da gibt es eine ganze Fangemeinde und die fliegen dann halt alle in die Schweiz, um sich diese Drehstandorte anzugucken. Aber erstmal rauszubekommen, warum dein indisches Gästesegment so groß ist, das dauert dann einfach. Ne? Aber ja. Du willst ja natürlich auch wissen, warum. Ja, sehr spannend. Also wirklich Detektivarbeit. Ja, definitiv. Sehr cool. Gibt es sonst noch was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest über deinen Job?
Ja, also Revenue Management hat zwar was mit Mathe zu tun und mit Strategie, aber es ist alles gar nicht so schlimm, wenn man dafür offen ist. Man kann ganz, ganz viele Sachen halt tatsächlich lernen und wir erfinden ja auch nicht neue KPIs jede Woche, sondern die sind halt einfach da. Also die Kennzahlen, die erfinden wir ja nicht jede Woche neu, sondern die sind da. Wenn man wirklich Spaß an der Mathematik und am analytischen Denken hat, an Sachaufgaben sowas, ne, gerne reist, dann ist Revenue Management auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema, weil man verbindet halt so viel, ne? Du lernst unterschiedliche Gästesegmente kennen, wie verhalten die sich, du darfst es analysieren, du machst ein Pricing, du kannst präsentieren zum Beispiel an die Geschäftsführung, ne? Das war das Budget, das sind meine Ergebnisse, warum sind die Ergebnisse so, ne? Oft liegt man auch komplett dagegen, daneben oder overperformt es halt auch und dann halt rauszufinden, warum hat man denn zum Beispiel überperformt oder warum liegt man halt drunter? Man lernt halt jeden Tag, ne? Also wenn man auch eine große Affinität zum Lernen hat und auf neue Dinge exploren, oh Gott, ist man im Revenue Management auf jeden Fall richtig, weil jeder Tag halt auch ein bisschen anders ist, ne? Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Fachgebiet und ich mag Revenue Manager einfach. Ich glaube, das ist rübergekommen. Ja, vielen lieben Dank für dieses schöne Interview. War sehr schön. Danke, Anni.